Moin! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator, hier bei mir Tier Pictures genommen. Und dieser blöde Stuhl nervt mich hier so, zeig jetzt da weg. Eine Sache, die ich kurz machen möchte. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich denke. Ja. Jetzt muss ich nur mit diesem blöden Controller da irgendwie hin navigieren. Options. Tasten und Knöpfes. Ist das da komplett zu sehen? Nein, natürlich nicht. Ich muss einmal screenshotten, tut mir leid. B, da wo B ist, okay, da fängt's an. Da nochmal ein. Da nochmal ein. Und dann Gameplay einmal. Ist da irgendwas Interessantes? Das hier vielleicht. Zack. Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache. Ich würde gerne wieder ein bevor das nächste DLC hier rauskommt, würde ich gerne wieder halt eine Zeit lang zwischendurch doch ETS 2 mit Promods spielen und damit das Ganze dann auch Spaß macht. Möchte ich mir hier mal gerade insbesondere meine Force Feedback Einstellung von hier einmal abspeichern, damit ich die dann für ETS 2 dann entsprechend zurückstellen kann. Beziehungsweise entsprechend einstellen kann, dass sie genauso sind. So. Zack. Das ist nämlich ganz so. So jetzt mittig. So. Ich hoffe, das war's jetzt und das reicht. Es gibt eine neue Beta hier. Ich glaube, wir befinden uns aktuell noch nicht in der Beta, leider. Das wäre sehr schön gewesen, weil die Beta hat die Reflexionen so sehr stark. Also die wurden jetzt wohl sehr stark überarbeitet, habe ich aber jetzt nicht dran gedacht, dass wir uns ja noch gar nicht in der Beta befinden. Glaube ich zumindest. Das hätte ich, glaube ich, manuell einstellen müssen. Naja, ist ja auch egal. Mir war das nur wichtig, dies jetzt noch eine Folge hiervon auf jeden Fall einmal gerade zu machen. Einerseits wäre halt eben gewesen wegen der neuen Shading-Sachen, die glaube ich noch nicht da sind. Ich kann es gerade nicht genau beurteilen. Ich glaube, sind noch nicht da. Die neuen Shading-Sachen. Die zweite Sache wäre halt eben gewesen, jetzt auch um halt eben einmal diese Screenshots machen zu können und nicht dafür unnötig nochmal das Spiel starten zu müssen. Ich meine, wenn man das Spiel auch startet, dann kann man es auch spielen, ne? Finde ich. Also. So. Ich müsste mal eine Sache schauen. Nämlich, wie es um unsere Gesundheit oder Müdigkeit steht, vielmehr. Ich sehe da drüben ein Hotel. Und dann werden wir mal zu diesem Hotel fahren. Okay, Dings war schon draußen. Nice, dann würde ich sagen. Geht's los. Oh Gott, das wird jetzt nicht so einfach dahin zu kommen, glaube ich. Jetzt muss ich gerade mal sagen, die Rift sitzt heute. Danke, mein Freund, danke. Sehr merkwürdig, meiner Meinung nach. Hinsichtlich der Passform, also oder des Komforts. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist mir egal. Besser die Rift sitzt doof, als dass hier wieder alles nicht funktioniert. Mir kommt der Truck gerade sehr viel größer vor als die letzten Mal, aber das kann täuschen.
dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo sleepen können. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wo das hier angedacht ist, wo man da schlafen können soll. Vielleicht neben dem netten Kerl hier. Bei Sea Horizon. Wir können ja gleich mal gucken, was Sea Horizon so zu bieten hat. Können wir schlafen? Ja, sehr schön. Blöde, das Blöde ist, es wird wahrscheinlich gleich Abend sein, wenn wir jetzt schlafen. Obwohl, ah, nee, komm, 7 Uhr morgens. Gibt es eine perfektere Uhrzeit, um Fisch auszuliefern, als 7 Uhr morgens? Leute, gibt es die? Ich glaube nicht. Okay, die Bremse braucht erstmal mal wieder ein bisschen Druck. Dürfte sich aber gleich beheben. Es sei denn, das ist jetzt ein Motorwarn-Dings, das wäre doof. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Motorwarn-Dings ist. Ich glaube, es ist nur die Bremse. Ich kann es gerade leider nicht sehen, weil dieses Display mir die Sicht verdeckt auf die Armaturen. Ja. Es könnte sich doch mal. Nee, das ist eins nur. Nee, okay, es ist nur bremst das. Nur Druck. Oh Gott. Ich dachte erst gerade schon, es könnte sich vielleicht doch um eine Motorwarnleuchte halten. Handeln. So, ich würde gerne von denen hier mal was. Das wäre mal was. Das ist was Neues. Das haben wir lange nicht. Also glaube ich, wir haben lange kein maritimes transportiert. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es sich hier um Boote oder Fische handelt. Das werden wir gleich sehen. Ehrlich gesagt können die gerade nur eine Sache hier gebrauchen und das ist Zeug irgendwie. Ankerbojen. Ach, wisst ihr was? Das machen wir. Nichts geht gegen ein paar Ankerbojen. Komm. Wird das auch noch mal schnell erledigt hier. Und wo soll denn das gute Zeug sein? Der gute Stuff? Da ist der gute Stuff. Okay. Hui. Das werde ich vermissen. Also man... Das Fahren in VR ist schon geil. Ich hatte halt nur mal so zum Test überhaupt Euro Truck Simulator 2 wieder installiert mit der Track AA und dann mal wieder ausprobiert, also ne, mit der Track AA wieder ausprobiert, um es überhaupt erstmal wieder einzurichten. Ach, das ist schon erstmal wieder eine Umgewöhnung mit der Track AA. Also mit der Track AA ist halt immer noch besser als ganz ohne was, aber es ist halt echt nicht vergleichbar mit VR, ne? Was diese Steuerbarkeit angeht. Einfach schon allein die Tatsache, dass ich halt den Spiegel da drüben nicht sehen kann. Das ist das Schlimmste eigentlich. Und ich muss aber gerade nochmal sagen, wenn es dann darum geht, das andere Spiel dann zu spielen, Euro Truck Simulator Zeit, da ist das Ding, damit ich ProMods installieren konnte, brauchte ich zwei DLCs, die ich noch nicht besaß. Nämlich einmal Road to the Baltic Sea und Beyond the Baltic Sea. Und da muss ich mal kurz sagen, ein großes Shoutout da einmal an sowohl den TF Gamer, auch bekannt als Blue Cube, wie auch CH Entertainment, meine beiden Kumpels, denn von beiden verdanke ich es in Form eines nachträglichen Geburtstagsgeschenkes, dass ich jetzt diese beiden DLCs besitze und somit dann auch tatsächlich in der Lage bin, mit ProMods wieder Euro Truck Simulator 2 überhaupt zu spielen. Schönes Städtchen hier auch wieder. Da könnt ihr jetzt schon wieder einen Screenshot machen, aber das Problem ist, ich glaube, wenn ich hier jetzt ein Thumbnail mache, irgendwann wird es halt auch langweilig, wenn wir immer das Gleiche machen. Ist eigentlich der Sound oder ist ordentlich da? Ich habe es schön, dass ich es jetzt erst gucke.
Aber jetzt mal ohne Witz, ich würde behaupten, ein Update gab es auf jeden Fall, denn also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde sagen, die Performance ist besser, oder? Und zwar deutlich. Ich würde sagen, die Performance ist deutlich besser. So. Tanken muss man natürlich auch irgendwann mal wieder, wie glaube ich momentan nicht. Ah! Sagt er und guckt dann auf die Tankanzeige und stellt fest, dass es fast leer ist. Bei der nächsten Gelegenheit sollten wir tanken. Merken wir uns das mal. Ich sollte es mir auch merken, bevor ich nächstes Mal, also in echt jetzt, bevor ich irgendwo hinfahre, sollte ich auf jeden Fall tanken. Ich musste nämlich heute die Strecke einmal zur Uni hin und wieder zurückfahren, ohne zu tanken, weil ich sehr spontan und schnell dahin musste, weil ich mich vertan hatte. Ich hatte was falsch verstanden. Ich dachte, wir treffen uns online und dann war das doch, sollte das auch ein physisches Treffen sein. Bin dann ganz, ganz schnell zur Uni gefahren, mit dem Problem, dass ich kein Portemonnaie mitgenommen habe. Ergo müsste ich demnächst dringend mal tanken, weil die Tankanzeige hatte schon geleuchtet und das hatte sie schon bei der letzten Fahrt hin und zu Uni. Und irgendwann wird es dann natürlich knapp mit den 100 Kilometern, die man dann immer noch so über hat. Vor allem, wenn man mehr verbraucht. Also ich weiß das bei meinem Auto. Mein Auto hat einen 42 Liter Tank und es ist eigentlich, sage ich mal, darauf ausgelegt, dass man halt so. Es ist ange Der Verbrauch ist angegeben, ne, mit irgendwie 6,5 Liter, irgendwie 6,4 außerorts oder so und 6,7 in der Stadt. Aber das weiß man ja, das schafft kein Mensch. Das Auto ist halt ungefähr so berechnet, wenn man mal so will, dass man es halt mit 7,1 Liter Verbrauch fährt. Und dementsprechend ist es halt so, dass der Tank bei mir, also dass die Lampe aufleuchtet, wenn noch 7,1 Liter drin sind. Das habe ich mal in der Gebrauchsanweisung nachgelesen. Hui. Also das, wir sind gerade ordentlich die Lichter angegangen. Auch eine schöne, komische, große Kirche oder Kapitol-Gedöns-Gedöns-Rathaus-Gedöns. Wie nennt man das eigentlich? Wie nennt man die Regierungssitze von den Staaten? Ja, wahrscheinlich Staatsregierungssitz. Ja. Entweder du überholst mich jetzt oder nicht. Eigentlich darf man rechts auch nicht überholen auf der Autobahn, aber generell nicht. Ach, hey, und es geht gleich wieder los. Oh nein, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, tja, sowieso Pech gehabt. Haha. So. Diesmal machen wir es gleich. Diesmal machen wir es gleich. Jetzt ist natürlich das Problem. Ich muss das Ganze gerade mal hier rausfinden, wie ich das mit dem Controller mache. Denn ich habe, falls ihr euch fragt, warum ich das gerade mit dem Controller mache, ich habe die Maus zum Laden hingestellt und habe keine Lust, sie immer wieder raus und reinzuholen. Kann ich da irgendwie, wie kann ich denn hier. Ah. Okay, das ist scheinbar der Rechtsklick. Und dann ist rechts wahrscheinlich der Linksklick. Um es auch maximal verwirrend zu machen. Wir sind gerade da und können. Dort nicht lang. Das heißt, nein, 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 das heißt nicht, wir müssen da.
Never ever. Aber scheinbar doch ist es so. Ja, Halleluja. Okay, also gleich wieder wenden. Man kann sich ja sonst nichts Schöneres vorstellen. Naja, es ist auf jeden Fall so, wie gesagt, die Tankleuchte leuchtet auf, wenn 7,1 Liter noch drin sind. Also so, dass es im Prinzip so gerechnet ist, ne? Dass man dann halt 100 Liter, Quatsch, nicht 100 Liter, 100 Kilometer über hat. Haken ist jetzt nun bei mir, dass ich schockierenderweise, wie ich festgestellt habe, momentan einen Verbrauch von 7,6 Litern habe auf 100 Kilometer. Was jetzt natürlich nicht das Optimum ist. Ja, ich. Aber das ist nett, dass der Truck mich nochmal auch dran erinnert. Aber das hätte ich jetzt auch sogar noch selber hingekriegt, das rauszufinden. Dass ich mal wieder tanken muss in der nächsten Zeit. Den Volvo ja immer noch schick, ne? So gerade von der Seite finde ich ihn sehr schick, von vorne finde ich ihn gar nicht so schick, weil ich finde irgendwie diese die Kante unten ist bei dem Volvo irgendwie nicht gut gelungen, die Stoßstange halt, und die ist irgendwie zu flach, irgendwie so kurz, das, also der wirkt so abrupt abgeschnitten unten, aber ich mag den halt von der Seite richtig gerne leiden. Oh, da geht's schon instant, ja, ich versuche mal den noch schnell zu kriegen. Und dann hoffe ich, dass sie... Oh Gott, das mit dem Tanken wird jetzt echt ein Problem. Ich hoffe, dass wir da eine noch möglichst schnell eine Tankstelle finden, gleich bei dem nächsten. Vielleicht hätten wir da lieber geradeaus fahren sollen und mal schnell noch auf die Tankstelle. Ich möchte nicht hier wieder die Situation haben, wie wir es schon einmal hatten, dass wir jetzt abgeschleppt werden müssen. Also ich hoffe, wir brauchen jetzt gerade möglichst wenig. Und können dann gleich einfach schnell auf die nächste Tankstelle fahren, auf die nächstbeste. Ich meine, es ist ja noch was drin. Wir sehen es ja, da ist noch Sprit drin im Tank. Sorry. Oh. Und ja, hoffentlich, dass ich nicht, dass ich hier jetzt... Es war dann heute doch eine etwas größere Runde, die da zusammengetroffen ist. Wäre jetzt ungünstig, wenn ich mich jetzt dann doch irgendwie hier Corona infiziert hätte. Zumal nächste Woche Klausuren anstehen. Nein, das ist ein Exit. Ein Exit möchte ich nicht nehmen. Das ist mir ein bisschen zu viel, aber ich muss schon sehen, dass ich möglichst sehr, 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 sehr bald die nächste Tankstelle anlaufe. Oh mein Gott, das macht mir gerade echt Angst. Vor allem, weil ich weiß, dass die Tankanzeige hier das auch wirklich ernst meint. Das ist halt eben nicht so wie bei meinem Auto. Bei meinem Auto kann das halt, wenn du dann noch ein bisschen weiter fährst halt, ein bisschen halt in deine 100 Kilometer Restreserve da reingehst, dann ist das auch durchaus so, dass der Zeiger komplett unter die rote Linie sinkt. Also bei meinem Auto ist jetzt momentan zum Beispiel der Zeiger halt wirklich ganz unten am Anschlag, so wie wenn der Wagen aus ist. Aber ich weiß leider hier aus Erfahrung in diesem Spiel,
dass das sehr ernst und sehr genau zu nehmen ist, diese Armatur. Und wenn der den Nullstrich erreicht, dann hat er den Nullstrich aber auch wirklich erreicht. Und dann ist Ende Gelände. Und das sollen wir um jeden Preis vermeiden. Leute, ich werde zur Sicherheit gerade noch mal checken, wo man hier vielleicht tanken kann. Okay, die nächste Chance ist halt wirklich einfach erst, das ist einfach nur so eine blinde Abfahrt. Die nächste Chance ist da und genau da werden wir kurz einmal, auch wenn wir da jetzt schon vorhin herkamen, aber tanken einmal muss sein. Ich kann gerade leider nicht, nein. Oh Gott, wir kriegen es denn jetzt wieder gelöscht. Danke. Näher komme ich nicht ran, okay. Ich wollte wissen, ob ich man die Tankstelle vielleicht doch einfach von der anderen Seite anfangen kann, aber ist ja letztendlich auch egal. Es ist ja wirklich nicht wichtig, von welcher Seite ich die Tankstelle jetzt anfahre. Hauptsache, der Wagen hält bis dahin durch. Zum Glück sind es ja nur ein paar Kilometer. Ich hoffe, dass das wird noch was. Uiuiui. Ui, ui. Ist das schon hier? Tankstelle und so? Nee, das ist irgendwo ein komisches Gebäude. Was ist das? Eine Firma. Aber da geht's gleich. Das ist sehr schön. Wir bekommen hier gleich unsere Tankstelle. Wir müssen hier einmal ein bisschen abbremsen, weil wegen wir halt so irgendwie gerade in die Stadt kommen, wie man das so kennt. Und dann fahren wir gleich dahin zur Tankstelle und dann ist alles gut. Hoffentlich. Ich meine, wir haben hier jetzt auch nun wirklich bisher schon in diesem Spiel nahezu alles erlebt. Oh Gott. Ach Mist, jetzt kann ich die Sicht gar nicht drehen. Halleluja, oh Alter, wie Lämpchen leuchten. Das ist doch schon dieses neue Spiegelungsdings. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist das schon die neue Grafik? Also soll wohl halt eine krasse Ambient Occlusion Verbesserung geben, die halt eben halt sich auch auf die Metallic Materialien sehr positiv auswirken soll. Also generell auf Spiegelungen. Und das ist ja doch tatsächlich auch so, dass wir kennen, dass dieses Spiel das Problem hat, dass Sachen, gerade wenn du halt mal halt so im Showroom ist, dann sind die Sachen gerne grau, die Chrom-Sachen. Das ist eine kleine Schwäche von diesem Spiel und die versuchen sie wohl damit jetzt endgültig einmal auszumerzen. Und ich meine, kann man sich was Schöneres vorstellen. Das ist doch irgendwie eine sehr, sehr nette Sache. Und hier dürfen wir nicht nach rechts abbiegen. Schön, dass uns das nochmal gesagt wird. Auch wenn hier eindeutig Pfeile sind. So, mein Freund. Ich würde gerne auf deine Spur hinüber. Könntest du mir den Gefallen tun? Das wäre sehr nett. Dankeschön. Ich hoffe, an dem kommen wir vorbei. Ja. Tour East. Ich glaube, da ist er gerade ein bisschen in der falschen Gegend hier. Kann das sein? Also Tour East ist hier irgendwie gerade, da ist er in Oregon, glaube ich, in der falschen Adresse. Auch hier zwei Trucks nebeneinander, dann so riesen Dinger und ich komme noch dazu und fahre natürlich noch das Straßenschild um, weil es sich so gehört, weil es sich einfach so gehört. Wo ist hier? Ich glaube, ich kann hier, ne?
Was ist jetzt praktischer? Ich glaube, hier komme ich. Wir probieren hier gleich die vordere. Das sieht ganz gut aus hier von der Kurve her. Boah, das passt. Das Verkehrsschild bleibt ganz. Das ist doch schön. So. Wir treiben es momentan gerade schon hier auf die Spitze, ne? Hallo? Das Geräusch ist so leise geworden. Neuerdings. Und es stimmt. Habe ich mich neulich gerade mit jemandem drüber unterhalten. Oder auch nicht. Ach nee, das kommt anscheinend von irgendeiner Bahnstrecke. Auf jeden Fall, es ging darum, dass es diese Bimmeldinger da, dieses für jeden Liter irgendwie oder so, dass es die in den USA immer noch gibt. Was wollte ich gerade nachgucken? Ich wollte gerade, achso, wie lange ich schon auf dem Markt? 28 oder 26 Minuten, irgendwie sowas. Das ist doch ganz nett. Aber wie man hört, haben wir jetzt auf jeden Fall das neue F-Mode Sound System drin. Ich versuche mich mal hier irgendwie so. Bitte nicht. Das war falsch. Ich versuche mich mal irgendwie hier so durchzuschlängeln. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Und da sind wir wieder. Und können die andere Richtung weiterfahren. Juhu. Ach, wie ich mich freue. Okay, Schranken sind offen, das ist gut. Und ich glaube, dann geht es jetzt auch. Ach, jetzt sind wir wieder bei dieser schönen, wo wir schon mal waren. Nee, wir sind jetzt auf einer Brücke. Was? Wir sind jetzt auf einer Brücke. Auch nicht schlecht. Ich dachte, wir kommen jetzt wieder an diese komische Kreuzung, wo das da so über Kreuz und hin und her geht. Was ich ganz lustig finde, tatsächlich, die ist immer ganz nett zu fahren, die Kreuzung. Ich finde, das ist immer gerade bei so einem Spiel, in echt ist das, finde ich, immer was anderes. Da findet man das eher so nervig, aber ich finde, in so einem Spiel hier ist das immer so ein bisschen interessanter, wenn man halt so ein paar lustige, verwirrende Kreuzungen hat oder so. Das ist immer schon ganz nett. Spannende Kreuzung. Deshalb geben sie sich ja auch jetzt ganz viel Mühe. Jetzt sind sie ja gerade dabei, Las Vegas zu rebuilden. Und fügen da halt auch gerade noch mal ein paar Kreuzungen zu und achten darauf, dass da noch mal ein paar Autobahnkreuze realistischer werden, näher an dem dran, wie die halt in echt sind und so. Das finde ich immer ganz toll, wenn die sowas machen.